Ich hoffe, der trennt sich nie wieder, weil dann muss ich mir jedes Mal diese neuen Storys anhören. Von wem Monika Meyer-Iwankan hier spricht? Richtig, von Oliver Pocher, denn natürlich ist die Promi-Trennung des Jahres auch Thema auf dem roten Teppich des 75. Bambi in München. Man kriegt es ja überall auch mit und ob man will oder nicht. Und dann kriegt man so ein bisschen was mit und denkt man, ach schade eigentlich, muss ja nicht so sein, kann ja auch anders ablaufen, aber jeder Jeck ist anders. Es tut mir leid, natürlich jede Trennung tut mir leid, aber ist nicht mehr mein Thema. Vor wenigen Jahren war es noch ihr Thema, denn von 2005 bis 2009 ist Monika die Frau an Oliver Pochers Seite. Doch die Trennung endet unschön, der Comedian feuert öffentlich gegen sie. Nach einem gemeinsamen Wiesnbesuch 2022 etwa lästert Olli in seinem Podcast ordentlich über Monika ab, weil sie ihn angeblich nicht gegrüßt haben soll. Vielleicht hatte sie einen Schlaganfall oder kann nicht richtig reden, so seine Aussage damals. Und auch jetzt wird er nicht müde, gegen noch Ehefrau Amira zu sticheln. Ob es da Parallelen gibt? Wenn man ein Muster erkennt, sie hat es erkannt.